Hallo, mein Name ist Jonas Jelinski. Ich bin Cybersicherheitsexperte beim Innovationszentrum für Industrie 4.0. Jemand hat mir folgende Frage geschrieben. Hallo Jonas, ich bin Leiter eines mittelständischen Unternehmens. Sollen meine Mitarbeiter ihre Passwörter regelmäßig ändern? Wenn ja, wie häufig? Schöne Grüße, Johannes M. Lieber Johannes, um es kurz zu machen, nein, deine Mitarbeiter müssen ihre Passwörter nicht regelmäßig ändern. Viel wichtiger ist, dass deine Mitarbeiter pro Anwendungsfall, den sie haben, ein sehr sicheres Passwort verwenden, das sich von allen anderen Anwendungsfällen unterscheidet. Also beispielsweise ein sehr sicheres Passwort für ihren Laptop-Zugang und ein anderes sehr sicheres Passwort für ihren E-Mail-Zugang. Wenn deine Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, sich diese Passwörter zu merken, empfiehlt es sich, einen Passwortmanager zu verwenden. Etwas längere Antwort: Woher kommt das eigentlich, dass man früher sein Passwort regelmäßig geändert hat? Nun ja, mathematisch gesehen hat es tatsächlich Vorteile, sein Passwort regelmäßig zu ändern, um Angreifern das Leben zu erschweren. In der Praxis hat sich dann aber herausgestellt, dass Mitarbeiter sehr kurze Passwörter verwenden, wenn sie regelmäßig ihre Passwörter ändern müssen. Deswegen ist es besser, ein sehr sicheres Passwort zu verwenden und sich dieses gut zu merken.